und nein. Ja, indem die Entscheidung des Willens, seinen Glauben zu schenken, eine Wahl der jeweiligen Person bleibt. Das ist das, was das Herz mit Gänsefüßchen tut. Das Seelenfunklein tut das, um mit Meister Eckhart und der ganzen rheinischen Tradition der Mystik zu sprechen. Das ist etwas, das individueller bleibt als jede politische, soziale oder was weiß ich, Bedingung mit sich bringt. Der Glaube ist höchst persönlich. Gut, das ist das eine. Aber das zweite ist, dass es jetzt in unseren säkularen Gesellschaften eine Versuchung vorhanden ist, nach der der Glaube und die Taten, die von dem Glauben herrühren könnten, aus dem öffentlichen Gebiet, verdrängt werden sollten. So wäre der Glaube, eine Grille, eine Meinung, die als einziger Ort der Schädel haben sollte. Ja, aber ganz konkret, gucken Sie, was geschieht, wenn wir etwa im Kino einen guten Film sehen. Dann sprechen wir mit unseren Freunden, da sagen wir unseren Freunden, du solltest doch gehen. Das ist toll, das musst du dir ansehen. Wenn wir ein Buch mögen, dann sagen wir unseren Freunden, dann lese doch das. Und das habe ich schon gestern getan, als ich ein Buch von Woodhouse einer Freundin anheimgab, damit sie sich auch, naja, damit sie die Gelegenheit ausnutzen kann, dieses Buch zu lesen, das echt zum Kugeln ist. Gut, ja, wenn ich an etwas glaube, das mich entzückt, das mich fasziniert, dann muss ich. Ich fühle in mir einen Hang, einen Druck, das mitzuteilen. Das ist genau das, was geschieht im Falle des Glaubens an Gott. Ich muss. Es ist kein Verdienst von mir, von ihm zu reden. Das ist fast eine Notwendigkeit. Das ist eine Kraft, die ich in mir fühle. Wenn der Glaube ohne Wirkungen bleiben sollte, naja, wie kann man wissen, dass ich diesen Glauben besitze? So existiert im Akt des Glaubens eine Kraft, eine Macht, die sich mitteilen muss. Und der öffentliche Raum, der Raum, in dem die Menschen miteinander leben und wirken, ist eben der einzige Raum und der erste Raum, der einzige Raum, in dem sich dieser Glaube, weitergeben kann. So wäre der Versuch, den Glauben aus dem öffentlichen Raum zu verscheuchen, damit der Glaube nur in der privaten Sphäre bleiben
sollte, verfehlt. Das widerspricht dem Wesen des Glaubens. Das, was man, worauf man bestehen muss und soll, ist, dass diese Anwesenheit des Glaubens im öffentlichen Bereich die Freiheit des Menschen nicht hemmt, sondern fördert.